Der Große da blinzelt nicht oft, was? Lois, wo ist dein Portemonnaie? Ein paar meiner Kinder und ich wollen ins Kino gehen. Übrigens, Zwergenpeter ist tot. Ich wusste nicht, was er ist, da habe ich ihm nichts gegeben. Sein Name war Tyler. Er hatte einen Namen. Alles, was du sagst, sagst du mit Stolz. Das gefällt mir an dir. Sag mal, wo ist Larry? Vielleicht will er auch mit ins Kino. Larry? Woher soll ich wissen, wo Larry ist? Wer ist Larry? Nicht so wichtig. Nehmt alle eure Handys mit, damit wir uns im Kino gegenseitig simsen können. Wow, willst du mir sagen, was los ist? Brian, Larry und ich haben gestern eine Grenze überschritten. Ich weiß nicht, er ist so nett und liebevoll und verdammt nochmal, er sieht genauso aus wie Peter in seinem Alter. Und weiter? Naja, er hat mich geküsst und ich habe mich nicht dagegen gewehrt. Ich habe ihm gesagt, das darf nie wieder passieren. Was machst du da? Räuche, ich habe gedacht, dass die Tür für mich jetzt auch offen steht. Nein, ich will mich einem Freund anvertrauen. Oh, du bist der Freund zum Labern. Ich fühle mich furchtbar deswegen, aber ich habe Larry gesagt, das war's. Und wir können nichts anderes als Freunde sein. Du willst ihn weiter treffen? Natürlich, er ist ein netter junger Mann und gehört praktisch zur Familie. Lois! Nein, Frustblase! Tu das nicht! Ist alles in Ordnung? Ja, ich habe mir nur das Genick verrenkt, als ich vorhin bei der Gerichtssendung so bestätigend genickt habe. Gut, keine Sorge, ein Arzt ist anwesend. Komm her, mit dem Rücken zu mir. Jemand bekommt jetzt eine Genickmassage. Genau da. Aber das ist rein freundschaftlich. Du darfst mich für einen kurzen Moment würgen. Vielleicht sollte ich mir den ganzen Rücken vornehmen. Dein BH ist ein bisschen im Weg. Weißt du was? Ich werde ihn mal kurz aufbeißen. Lois, ist ein Präsident stärker als ein König? Was zum Teufel? Oh, Peter, beruhige dich, wir sind nur Freunde. Er gibt mir nur eine freundliche Massage. Eine freundliche Massage? Ja, und was stört es dich? Wann hast du das letzte Mal was Nettes für mich getan? Ich habe die ekligen Nudeln gefressen, die du gemacht hast. Ich sollte es dir sagen, Peter. Ich bin in Lois verliebt. Ich wusste es, als wir uns geküsst haben. Geküsst? Ist das wahr? Ja, Peter. Du verdammtes Schwein! Sagt, wir brauchen keine Hauseigentümergemeinschaft, Quagmire. Genau deswegen brauchen wir eine Hauseigentümergemeinschaft. Was zum Teufel? Lois, warum hast du das denn gemacht? Ich hab gedacht, ihr beide...